Guten Morgen! Ja, ich nehme euch heute mal wieder mit. Heute ist ein ganz normaler Tag. Finn geht jetzt gleich in die Kita. Er schläft noch. Ich wecke ihn jetzt, habe jetzt schon sein Vesper und sein Trinken eingepackt und mich halt angezogen. Wie man sieht, nicht geschminkt oder so. Und das mache ich morgens nie, weil ich eigentlich auch nicht so viel Zeit dafür habe. Genau, und dann bringe ich ihn in die Kita. Ich habe gar keinen Bock zu fahren, denn es hat gestern mega geschneit. Ich dachte, wir haben das Kapitel jetzt abgeschlossen. Aber nein, jetzt schneit es halt wirklich nochmal so richtig. Und ich zeige es euch mal kurz, dass ihr es auch wirklich seht. Das ist nämlich wirklich nicht mal wenig. Laura braucht, bis sie sich dran gewöhnt. Ja, also es sieht aus, als hätten wir Dezember. Aber nun gut. Ja, hier hat Finn gestern Abend gespielt und er will das Haus, also das ist eingebrochen, aber er will das Haus wirklich immer wieder aufgebaut haben. Deswegen lassen wir es einfach hier. Dann muss es nicht immer rüberschleppen. Ja, genau. Ja, gut, dann wecke ich jetzt mal den Finn, bringe den weg und dann mal schauen, was heute noch so passiert. Upala, hm? Da mein kleiner Schneeanzug-Bub. Ein Schneeanzug-Männchen. Stopp, Schatz, wir müssen hier zu Mama im Auto. Heute ist Spielzeugtag, da dürfen die ihre Spielzeuge mitnehmen. Und er nimmt natürlich seine Mie. Oh, Fini, du hast keine Gummistiefel an. Die sind nur gut für den Schnee. Ja, nicht, dass du nasse Füße jetzt schon kriegst. Kannst du nachher nicht schön draußen spielen. So, bei mir gibt es jetzt Frühstück und zwar Rettich mit Gurkenscheiben. Und hier Mettwurst bzw. Teewurst, die sehr schwer und sehr zickig beim Streichen war. Ein bisschen Ei, ein kleines Stück Käse. Ausnahmsweise auf der Couch. Ja, weil ich keine Lust habe, da zu sitzen. Ich bin ein bisschen krank oder werde krank. Mal schauen, was ich heute noch so mache. Ich weiß nicht, ob ich so viel mache, weil ich habe wirklich viel voll abgeschlagen, so als würde ich Grippe oder so kriegen. Ich bin heute Morgen auch extrem schwer aus dem Bett gekommen. Obwohl ich eigentlich gar nicht so spät ins Bett bin. Also irgendwas ist da im Anmarsch. So, ihr Lieben, ich habe Finn jetzt abgeholt und ins Bett getan, denn er wird immer sofort nach dem Kindergarten schlafen. Da ist er immer total fertig. Und ja, ich schminke mich jetzt und zwar vor der Kamera. Ich habe ja ein Get Ready With Me gedreht. Über mein Bewerbungsgespräch, Outfit und Make-up und jetzt wollte ich das schneiden, beziehungsweise hab's geschnitten und wo ich einen Lidstrich mache zum Beispiel, ist es total unscharf und also das kann ich so nicht lassen. Also filme ich jetzt mein Augen-Make-up nochmal. Meine Augenbrauen habe ich deswegen schon gemacht und ein bisschen Make-up hier drauf auf die schlimmsten Unreinheiten. Hier oben habe ich jetzt keins drauf, weil ich hier immer so blöde trockene Haut habe und die trockene Haut dann eben. Man sieht es, wenn ich da Make-up drauf mache, dann ist es so schuppig und das werdet ihr auch in dem Get Ready With Me sehen. Aber was will ich machen? Ich mache schon ganz viele Peelings und so, es bringt nichts. Oder halt nicht so viel. Wenn Finn nachher wieder aufwacht, gehen ich und Paddy mit ihm ins Bällebad, da wo wir eigentlich immer samstags hingehen und treffen uns aber da heute mit seiner Schwester. Die wird sich auch schon denken, oh mein Gott, die filmt immer, wenn ich dabei bin. Weil irgendwie, wie es der Zufall will. Ich wusste ja vorher noch nichts davon. Immer wenn ich vlogge, dann gehen wir zu ihr oder so. Das ist echt witzig. So, ich bin jetzt fertig mit Schminken. Habe jetzt extrem an meiner blöden Nase rumgekratzt, weil die wirklich schon wieder, obwohl ich wirklich jetzt alle zwei Tage mittlerweile Peeling mache. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch falsch mache oder was ich noch machen soll gegen diese extrem trockene T-Zone, die ich habe. Also ich creme sie ja schon mit der Veleda-Creme immer ein und ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich muss mal zu einer professionellen Kosmetikerin und die soll mir da, was weiß ich, für ein Peeling machen und mal gucken, dass meine Haut wieder normal wird. Das ist echt, seitdem ich die Pille genommen habe irgendwie. Naja. Wie ihr seht, bin ich trotzdem fertig geschminkt. Ich habe jetzt nicht so viel Make-up drauf gemacht, weil es einfach meine Haut nicht gut tut. Nicht, dass ich wieder das Pickel kriege und dann Narben und so. Und ja, Finn schläft noch. Paddy kommt demnächst. Ich koche jetzt noch ein bisschen was kurz. Es gibt gefüllte vegetarische Aubergine. Das wollte ich mal ausprobieren. Ja, genau. Und dann geht es auch schon los ins Bällebad. Und ja, also ich habe mich jetzt so geschminkt, wie ich mich zum Bewerbungsgespräch geschminkt habe. Also nicht so extrem.
Beziehungsweise Kirlitz-Strich ist ein bisschen dicker geworden, als er da war, aber mein Gott, so ist es halt. Genau, jetzt kann ich das endlich mal fertig schneiden und ich bin gespannt, wie es wird, weil ich habe eigentlich vor, das so richtig groß zu machen, also richtig gut und wirklich erst zu veröffentlichen, wenn ich zufrieden damit bin. Ich hole mir immer so ein kleines Projekt raus irgendwo in irgendeinem Video, bei dem ich mir besonders viel Mühe gebe und ja, einfach um das mal rauszufinden, so wie weit ich gehen kann, also wie gut ich sein kann oder wie zufrieden ich sein kann. Genau. Ich habe gestern einen Anruf bekommen und zwar war ich ja nochmal Probearbeiten und zwar diesmal bei einer Unfallchirurgie und einem Orthopäden, also das ist beides in einem. Also eine Facharztpraxis, das sind die, wo man immer ewig braucht, bis man einen Termin bekommt und ich weiß jetzt auch warum. Also es war schon sehr stressig, aber die Zeit, die ist wirklich nur so verflogen, also es war auch was ganz anderes, aber trotzdem nicht weniger cool oder so. Und ja, die haben gesagt, sie geben mir nächste Woche Bescheid, nächste Woche ist jetzt und eigentlich erst so Mitte, Ende nächster Woche. Ja, jetzt waren wir gestern am Essen, es war so 5 Uhr und das Telefon hat geklingelt, also mein Handy, und es war eine Nummer, die ich nicht kannte und da lasse ich gerne mal ein Patty hingehen, weil das sind irgendwelche blöden Vertreter sind und der kriegt die besser abgewimmelt und sagt es denen, dass sie nicht mehr anrufen und so. Habe ich ihm als das Handy gegeben und er so, ja, seinen Namen gesagt und so. Und dann das Gegenüber so voll verwirrt. Und ich glaube, ihr merkt schon, auf was ich heraus will. Es war dann der Arzt, der total verwirrt war, weil er natürlich mit mir reden wollte. Mein Gott, wie peinlich. Das ist halt eine ganz andere Vorwahl als hier. Also, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann halt hingegangen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich immer noch daran interessiert wäre und so. Und ich, ja. Und dann, okay, ja, wir würden Ihnen die Stelle geben. Und ich dann nur, oh, danke, und mich tausendmal bedankt. Da hat er dann schon gelacht, das hat man schon gehört, wirklich. Und ich war voll baff, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ja, genau. Und ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Vor 1,5 Wochen ungefähr, da habe ich die Absage bekommen von dem anderen Arzt. Und da war ich mega geknickt, weil mir wurde da echt Hoffnung gemacht. Also der Arzt selber hat immer gesagt, ja, ich hätte sie gern in unserem Team und ich kann mir das so gut vorstellen. Und auch alle Mitarbeiter haben es so gemacht, als würden sie mich mögen und bla. Letzten Endes hat dann seine Frau bei mir angerufen, mir gesagt, dass die Kolleginnen gern lieber die andere hätten. Und ja, da war ich mega geknickt, habe alles in Frage gestellt, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, weil wenn ich da so blöd bin, weiß nicht, ob ich es vielleicht falsch sehe, weil ich war ja voll begeistert nach diesem Praktikum und alles. Und ja, habe mir erstmal 4 Tage oder so Auszeit genommen. Ich habe das wirklich betrauert, also hätte ich nie gedacht. Aber ja, okay, ich dachte wirklich, ich fange da an. Das wurde mir auch von jeder Seite gesagt. Und es war nicht wie eine Absage, sondern das war, als hätte ich die Ausbildung jetzt verloren irgendwie. Und ich weiß noch, Patty hat einen Tag später gesagt, nein, du bewirbst dich jetzt weiter und bla. Und ich wollte halt absolut nicht, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich was für mich ist. Ja, also mein Selbstvertrauen in diesem Stück ist wohl nicht so groß, weil, ja, ich dann sofort alles in Frage gestellt habe. Aber manchmal sieht man sich selber ja vielleicht besser als andere und das ist dann das Problem. Genau, auf jeden Fall habe ich dann am Sonntag, habe ich es glaube auch meiner YouTube-Gruppe erzählt und die haben mich voll aufgebaut. Ich hätte denen das viel früher erzählen sollen, dann wäre ich vielleicht auch nicht die 4 Tage traurig gewesen. Na, auf jeden Fall hat Patty mich dann gezwungen, am nächsten Tag noch eine Bewerbung fertig zu machen und es war die. Also will ich euch auf den Weg geben, falls ihr euch auch bewerbt. Lasst euch nicht so leicht runterziehen. Die wenigsten haben gleich beim ersten Bewerbungsgespräch und Probearbeiten wirklich das, was sie wollen. Und im Endeffekt würde ich da jetzt auch gar nicht mehr arbeiten wollen, weil die ja so falsch waren. Und außerdem habe ich glaube, in der Unfallchirurgie, klar ist es stressiger. Aber ich habe dann viel bessere Arbeitserfahrung. Und meine liebe Linda hat gesagt, wenn sich eine Türe schließt, dann geht auch eine andere auf. Und sie hatte voll recht und ja. Genau. Also fange ich da an. Ich darf bald einen Ausbildungsvertrag unterschreiben. Ich freue mich immer noch so mega, weil ja, jetzt habe ich einfach so eine Sicherheit. Jetzt weiß ich, ab September gibt es ein bisschen mehr Geld. Ich kann meinen Traumberuf ausüben. Und ja, ist einfach ein mega tolles Gefühl. Und ja,
Übrigens, vorhin hat es ja mega geregnet. War ja alles voller Schnee, ne? Jetzt sind sogar die Straßen schon wieder trocken. Also ist alles geschmolzen und trocken. Wirklich der Hammer, dieses Wetter. Wir haben erst März, aber ich glaube, der April hat sich ein bisschen vorgedrängelt. Also ich mache jetzt Essen. Und dann mal schauen, ob ich im Bällebad was filme, weil so viel wird es da nicht zu filmen geben. Ja, wenn nicht, dann seht ihr mich so wieder. Ich meine, zurzeit sind meine Vlogs wirklich Vlogs, also ich laber ja unentwegt. Hab irgendwie so viel zu sagen. Genau, also dann bis nachher. Also ich habe es doch nicht gekocht, weil es zu lange gebraucht hätte. Und wir kommen jetzt mal wieder mega zu spät. Weil ich glaube, wir haben noch 10 Minuten. Also und wir fahren ja mindestens eine halbe Stunde. Ja. Ganz normal. Ich hoffe, die kommt auch zu spät, weil die kommt eigentlich auch nicht so oft glücklich. Und wir essen jetzt einfach da gibt es ja Essen. So Spaghetti und so Pasta-Sachen und leckerer Salat, den ich so liebe, besonders den Kartoffelsalat. Genau. Finn hat ein bisschen ein Styling bekommen von uns. Ein bisschen Gel in die Haare, aber das müssen wir noch üben. Ich sowieso, ich bin ja nur lange Haare gewöhnt. Ich könnte ihm ein Zöpfchen flechten, aber irgendwie ist das mit dem Gel schwerer als ich dachte. Ich dachte, man macht einfach Gel in die Hand und dann Wurst drüber und gut ist, aber nee, ist es nicht. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Jetzt hat mich der Nachbar komisch angeschaut. So. Finny hübsch? Hier. Warum hast du eigentlich schon wieder einen Schnulli im Mund? Hä? Genau, super. Ja. Er hat seine Wasserflasche mitgenommen irgendwie. Naja, auf jeden Fall freut er sich immer auf seinen Cousin und Cousine und spielt gern mit denen. Und ich zeige euch dann wahrscheinlich das Essen. Das Bällebad habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ist nicht mega groß, aber es ist einfach praktisch. Man kann da schön Kaffee trinken und die Kinder haben trotzdem eine Beschäftigung, können da auch malen und so. Und deswegen ist es da ganz cool, weil eigentlich ist es nur ein Möbelhaus, also fast sowas wie Ikea. Ich habe zum Beispiel noch nie davor gehört, dass man zu Ikea oder so nur geht, um einen Kaffee zu trinken, dass die Kinder beschäftigt sind. Und der Schnee hat sich fast komplett aufgelöst jetzt. Und heute Morgen war es so extrem, dass ich wirklich mein Auto frei schaufeln musste. Das ist echt, immer wenn ich einen Tag mal zum Vloggen nehme und ich mache das nicht oft, dann sehen wir uns immer. Wen vloggst du? Vlogge. Mit dem Vlogger. Nam, nam, nam. Ich habe mir jetzt eine Kappe aufgesetzt, wo meine Haare peinlich sind. So vloggst du? Ach, das Bild ist so schön. Das ist ein Videoblog. Micha. Ganz genau. Flocken. Deine Frau hat's verstanden. Oh, mein Latte. Der Papa. Papa, 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 Papa. Macht der immer, gell? Ja. Sag mal. Macht der immer. 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 Wir fahren euch einfach hinterher, ja? Yay! Finny hat es fast alleine geschafft. Finny tut jetzt ins Bett reiten. Ui. Papa verliert sein T-Shirt. Schön nein, festhalten. Halt dich fest. Ja. Festhalten, und Schatz. Richtig festhalten. Festhalten. Und festhalten, los. Unser Tag endet, wie eigentlich immer, dass Finn jetzt ins Bett gebracht wurde und vom Papi noch eine Geschichte vorgelesen bekommt. Und wir zocken jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen 7 Days to Die. Das spielen wir auch mit seiner Schwester und ein paar anderen lustigen Menschen. Und ja, bauen da gerade unser Häuschen. Und deswegen denke ich jetzt nicht, dass noch viel passiert. Und deswegen ja, hoffe ich, dass euch das FMA gefallen. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao!